Krüger Industrieautomation ist ein Automatisierungsbetrieb. Wir sind knapp 70 Mitarbeiter und befassen uns eigentlich mit allen Automationsfragen, die in den Betrieben, in den unterschiedlichsten Gewerken passieren können. Wir setzen relativ häufig general überholte, gebrauchte Industrieroboter in unseren Anlagen ein. Ist für kleine, gerade mittelständische, kleine Betriebe ein erheblicher Kostenfaktor. So eine Maschine in der Neuanschaffung ist recht teuer. Wir sehen zu, dass wir Standards implementieren. Das heißt, unsere Programmierer, unsere Ingenieure möchten nicht auf verschiedenen Plattformen ihre Software erstellen. Und da kommen uns die Siemens-Produkte mit der globalen TIA-Umgebung sehr entgegen. Wenn wir im Bereich der Roboterzellen arbeiten, wo ein bis zwei Roboter enthalten sind, dann setzen wir die S7-1200 ein. Wenn es dann größere Zellen, Verkettungen sind, kommt dann für uns die 1500 bzw. die 1500F zum Zuge. Wir haben also mit der S7-1200, auch dann mit der 1500er-Reihe, haben wir die Möglichkeit, wenn wir die F-CPU einsetzen, unsere Sicherheitssignale, die gerade von den Robotern kommen, exakt 1:1 auf die Steuerung aufzulegen. Das heißt, wir sparen uns aufwendige Verdrahtungsarbeiten mit zusätzlichen Sicherheitsmodulen, Notausrelais, auch Schutztürschalter, Sicherheitslichtvorhänge können wir komplett auf die Steuerung auflegen, sparen uns dadurch wirklich wieder Komponenten im Schaltschrank. Also gerade in unserem Bereich der Industrieautomation mit Robotern sehe ich den Engineering-Vorteil bei bestimmt 50%, weil wir also keinerlei Verkabelungstechnik mehr außer diesem kleinen Patchkabel zwischen Robotern und SPS haben. Das ist ein Riesenvorteil. Mich fasziniert persönlich an der Robotik, dass sie in allen Gewerken der Industrie eigentlich zu Hause sind mit diesen Maschinen. Und das ist vom Prozess her schon sehr, sehr komplex, jedes Mal neu. Und da sind wir sehr froh, uns immer auf den Standard der Siemens-Steuerung verlassen zu können.